Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Grüby von Giga Labastia, dem klein bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und ihr seht, ich bin mal wieder in einem meiner Lieblingsgänge. Hier steht auch Spielwaren drauf. Ja, wir sind mal wieder bei Rossmann. Ja, hier gibt's mal wieder was Neues. Und zwar gibt es wieder Minitins im Restock. Und zwar neue Minitins. Also die wechseln ja immer mal durch. Kommt mal ran hier. Und zwar geht's um diese hier. Haben wir lange nicht mehr gesehen tatsächlich. Und die gibt es sogar im Angebot aktuell für 9,99 € statt für 11,99 €. Also von daher ist das schon ein ganz guter Deal. Und das Besondere bei diesen Dingern ist, hier könnten richtig alte Booster mit drin sein. Also theoretisch auch nochmal Drachenmantel. Glaube ich persönlich jetzt zwar nicht, aber aus der Schwert- und Schild-Ära könnten hier ein paar richtig tolle Erweiterungen mit drin sein. Und wie gesagt, für 9,99 € plus nochmal 10% Rabatt mit der Rossmann-App oder mit so einem Coupon aus dem Briefkasten, da könnt ihr nochmal sparen und dann seid ihr bei einem echt guten Boosterpreis, wie ich finde. Ich weiß wirklich nicht, was hier drin ist. Ich kann euch aber auf jeden Fall sagen, falls das euch noch nicht reicht, habe ich auch gerade entdeckt, gibt es auch das hier im Angebot. Diese kleinen Figürchen hier, die ich auch sehr, sehr süß finde, fürs Regal oder so, als kleine Deko, könnte man sich auch mal besorgen. 9,99 €, auch gerade in der Werbung. Vielleicht gönne ich mir da sogar mal was. Müssen wir mal gucken. Aber ist ja erstmal wurscht. Wir nehmen jetzt hier ein paar von den Dingern mit, packen die aus und dann hoffe ich natürlich auch, dass da ein paar tolle Chase-Karten mit dabei sind. Also, bis gleich. Halt, stopp, ich habe noch was vergessen. Natürlich, obligatorisch, ihr wisst ja, wie ich bin. Ist ja Weihnachten, da muss ich natürlich mal gucken, ob hier im Lego-Regal irgendwas im Angebot ist und ich sehe schon, dieses Battle Pack, ne, das macht mich fertig, das verfolgt mich ein bisschen. Aber hey, 16,99 €, also selbst hier gibt es das ein oder andere kleine Spielzeug für einen Weihnachtsmann im Angebot. Ich sag's ja nur. So, ihr Lieben, und da sind wir auch schon wieder zurück am heimischen Schreibtisch mit jeder Menge Minitins und jeder Menge Booster natürlich, die wir heute öffnen können. Ich bin gespannt, was für Sets wir hier drin haben in den Dingern. Wie gesagt, es sind halt Restock-Tins. Da können alte Booster drin sein, wie Drachenwandel. Das wäre natürlich am allercoolsten. Aber ich vermute, es wird eher sowas sein wie silberne Sturmwinde, verlorene Ursprung. Die waren ja auch letztens in den Blistern wieder mit dabei. Aber wir haben auf jeden Fall wieder die Karte. Das sieht aus wie Astralglanz. Das ist auf jeden Fall Astralglanz. Eine Glurak-Münze ist zumindest mit am Start. Die sieht ganz cool aus. Und ist das jetzt zweimal Astral... Nein! Oh! Strahlende Sterne. Eigentlich ziemlich... Was heißt eigentlich? Es ist eine sehr gute Auswahl. Ich weiß, dass Astralglanz bei einigen nicht ganz so hoch im Kurs steht. Aber strahlende Sterne ist auf jeden Fall eines der beliebtesten Sets aus der Schwert- und Schild-Ära. Ich weiß ja nicht, was so euer Favorit ist, aber mit strahlende Sterne habt ihr auch richtig tolle All-Art-Chase-Karten dabei, wie zum Beispiel Arceus oder natürlich auch das Glurak. Das sind, glaube ich, schon so die Top-Karten aus dem Set. Ein Astralglanz wiederum ist für mich sehr nice, denn da gibt es die Starmie V-Trainer-Gallery-Karte mit Misty drauf. Die suche ich immer noch und irgendwie ist das mittlerweile auch schon fast ein cooler Running-Gag. Deswegen wäre es natürlich nice, wenn wir da heute in einem der vielen Boostern eine Chase-Karte ziehen könnten. Ansonsten gibt es auch jede Menge Trainer-Gallery-Cards. Pokémon V als Trainer-Gallery, wie Galar-Zapdos oder Nachtara. Kampfenergie, let's go. Und es ist Feuer. Feuer wie Glurak. Wenn wir das ziehen könnten, wäre das natürlich absolut überragend. Das ist so, glaube ich, die Karte schlechthin, die ihr aus dem Set ziehen könnt. Aber ich wäre auch mit einer schönen Trainer Gallery zufrieden. Ist nur Slimer Reverse und vielleicht trotzdem noch eine schöne Full Art, eine V-Karte. Irgendwas Feines. Hello there. Forschung des Professors als Holo-Karte. Das ist jetzt nicht ganz so besonders. Die haben wir auch schon ein paar Mal gezogen. Aber hey, eine Holo-Karte ist eine Holo-Karte und die zieht man jetzt auch nicht so ohne weiteres. Pull Rates natürlich hier auch komplett random. Es kann sein, dass ihr gar nichts draus zieht aus so einer Mini-Tin. Es kann aber auch genauso gut passieren, dass ihr hier mit einer Goldkarte nach Hause geht und mit einer Alt-Art Psycho-Energie. Nochmal Feuer. Und das Centering ist ja mal eine absolute Katastrophe. Alter Schwede. Immerhin sieht es bei den Pokémon besser aus. Mit Hisui Elektroball. Hutut, Zirpurze, ein Mogelbaum, Mogel, Mogel. Ach, ist das schön, dass das auch mal wieder mit am Start ist. Wadribi. Und jetzt kommt die Reverse, Leute. Jetzt kommt die Reverse. Hit it or not. Ah, schade. Nur unbekanntes Fossil. Und das ist extrem dick gedruckt. Seht ihr das? Normalerweise sind die gar nicht so fett gedruckt. Das ist aber bei Astral ganz schön öfter passiert. Und dann ziehen wir hoffentlich noch einen Hit. Nur ein Regirock. Ist zwar cool, aber leider gehen wir in dieser Mini-Tin leer aus.
Bei dem Preis wiederum macht man allerdings nicht viel verkehrt. 11,99 und dann nochmal Rabatt. Na guck mal, jetzt strahlende Sterne vorne und Astralglanz hinten. Da ist das vollkommen fein. Es ist cool, dass wir hier die Möglichkeit haben, immer nochmal ein paar Hits nachträglich zu bekommen oder zumindest die Chance zu haben, denn diese Sets, die bekommt ihr nicht mehr im Handel, ja? Und also nur noch sehr, sehr schwer. Vielleicht bei einigen TCG-Hobby-Stores, Hobbyläden, Psychoenergie, da könnte ich es mir schon noch am ehesten vorstellen. Aber im regulären Handel gibt es kein Astralglanz mehr zu kaufen, es gibt auch eigentlich kein strahlende Sterne mehr zu kaufen. Und insofern finde ich es ganz cool, dass ihr hier die Chance habt, nochmal nachzulegen. Und apropos nachlegen, oh Leute, Entschuldigung, hups, wir ziehen eine Yarrow-Karte. Da habe ich schon ein bisschen das vorweggenommen. Mein lieber Scholli, wir ziehen eine Trainer Gallery Unterstützerkarte mit dem lieben Yarrow, dem Pflanzen-Arena-Leiter aus Galar. Oh, ist das cool. Da haben wir einen schönen Hit gelandet. Das hätte auch Starvi sein können übrigens. Ich sag's ja nur mal. Ah, wie cool. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Und wenn ich sie schon habe, ist es auch nicht schlimm, denn ich bin großer Fan von Unterstützerkarten und gerade hier aus der Trainer-Gallery-Reihe mit den Pokebällen bzw. hier dem Hyperball auch richtig schön in Szene gesetzt. Diese tolle Yarrow-Karte. Und wir könnten sogar einen Doppelhit landen, Freunde. Wir haben sogar einen Doppelhit. Darkrai V kommt noch oben mit drauf. Na, guck doch mal an. Da haben wir schon zwei Hits jetzt aus drei Boostern gelandet. Also sehr, sehr schön aufgewertet jetzt hier unsere Pull-Rate. Das Centering nicht ganz perfekt bei der Karte, aber das schmeckt. Das ist schon mal eine sehr, sehr solide Tin hier und ein sehr solides Booster gewesen. Vielleicht legt strahlende Sterne noch einen oben drauf. Ich glaube es jetzt zwar nicht, ne? Ich glaube, wenn man mit einem Hit aus so einer Tin rausgeht, da ist man schon sehr gut dabei. Aber ich würde jetzt auch nicht Nein sagen, ne? Ich nehme noch einen. Wasserenergie, let's go. Und es ist Unlicht, genau wie das Darkrai, was wir gerade gezogen haben. Mit dem Hitzkopf, der Doppel-Turbo-Energie, Quirtle ist am Start, Poupons, Panflam und Formeo, Golbitz. Bämon ist noch nicht die Reverse. Wir könnten jetzt noch einen Hit landen. Ist aber nur Nasknit. Und dazu noch. Leider nur Slimog als Regular Rare. Schade, schade. Es bleibt bei den zwei Hits aus den bisherigen vier Boostern. Aber keine Angst, hier ist noch Voldi. Ich finde übrigens, dass man hier noch irgendeine Art Reislasche einbauen sollte. Die gibt es hier leider nicht. Ich finde das sehr, sehr schwierig hier, das aufzumachen, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist ja wirklich. Ups. Aber dafür kriegen wir hier nochmal, jawohl, Astralglanz. Es ist immer die Glurak-Münze, ne? Ja. Hier seht ihr sie nochmal. Immer die Glurak-Münze. Aber dafür sieht sie ganz cool aus. Die hat aber hier echt einiges abbekommen da, ne? Das ist ein bisschen schade. Manche sehen gut aus. Die jetzt gerade nicht so toll. Hm, naja, gut. So, und wie gesagt, immer an den 10% Rabattgutschein denken. Ach so, und Leute, denkt doch mal bitte auch daran, das Video hier zu liken und ein Abo dazulassen. Wenn ich das hier aufnehme, stehen wir wirklich kurz vor der 7000. Das wäre überragend, wenn ihr da nochmal ein Abo dalassen könntet. Das wäre mega, mega gut. Vielen Dank euch. So, wo gehen wir denn jetzt rein? Strahlende Sterne oder Astralglanz? Ich glaube, wir machen nochmal Astralglanz und hoffen auf Starmie wie Trainer Gallery. Wenn ihr Bock habt, kann ich auch noch mehr davon holen. Dann machen wir noch ein paar mehr auf. Ist gar kein Stress. Kampfenergie, let's go. Es ist Psycho, okay. Aber komm, ich rieche den Hit. Keifel und Taizo. Ansonsten eine schöne Ortart aus strahlende Sterne. Fukano und Bronzel. Geronimatz. Isuibaldor, Fisch. Und jetzt kommt die Reverse. Es ist zumindest ein Hit. Es ist Zetraking. Wir packen noch Hit Nummer 3 obendrauf. Oh, da sind wir schon mal richtig solide gut dabei, was die Pull-Rate anbelangt hier. Drei Hitkarten aus 6 Boostern insgesamt und wir haben noch die Chance auf einen Doppelhit. Nuhisui Akani, dafür ein tolles, tolles Zetraking hier mit Sandra als Arenaleiterin aus Johto. Fantastisches Holo-Foil auch, sehr, sehr schöne Karte. Und ihr Lieben, jetzt kommt also das letzte Booster von Strahlende Sterne. Da hab ich auch Bock drauf, ich bin ehrlich.
Denn wir haben, glaube ich, aus strahlende Sterne noch gar keinen Hit gelandet. Kann das sein? Nur eine Holokarte, nur Astralglanz war mal wieder gut zu uns. Aber das kennen wir schon aus der Vergangenheit. Dabei gibt es noch so viele Karten, die ich aus strahlende Sterne bräuchte. Vor allem die V-Trainer Gallery Karten auch. Stahlenergie. Es ist nochmal Feuer. Vielleicht kommt jetzt Glurak. Ey, warum nicht? Zum Abschluss nochmal Glurak, ihr Lieben. Ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten. Da war übrigens gerade Starmi, Zwirklop und Shellast. Kaumalat. Palim Palim. Electek. Und jetzt kommt, glaube ich, schon die Reverse. Nee, noch nicht. Jetzt kommt sie. Libeldra als seltene Karte in Reverse. Und zum Schluss ein Bidiza-Holo. Das ist eine coole, spielstarke Karte. Die nehme ich auf jeden Fall. Naja, also ich sag mal so, zwei Holos plus dann nochmal drei Hitkarten hier. Yarrow und Darkrai plus das Zedrak King. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Checkt das ganz gern mal ab, das Angebot. Verpasst es nicht. Ich denke, das ist nochmal eine gute Möglichkeit, um diese zwei wirklich schönen Sets aus Schwert und Schild zu sammeln. Und wie gesagt, Like, Abo da lassen wäre prima. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, euer Giga Greeby von Gigalabastia. Ciao, ciao.